Schlicht und einfach die Uhr von UFO. Die Royal Oak Skeleton, das bedeutet, man kann durch das Ziffernblatt in das Uhrwerk sehen. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wie ihr schon Bescheid wisst, 2 bis 3 Wochen dauert es noch, dann kommt die neue Kollektion. Die würde ich mir sogar selber kaufen. Britain Brawl von meiner Marke M&M, seid auf alle Fälle am Start. Einige von euch haben mir schon vorbestellt. Die Ehrenmänner bekommen die Pakete natürlich als erstes. Der Hammer! Noch bevor der offizielle Drop stattfindet. Also seid auf alle Fälle gespannt und bleibt dran. Wir haben heute ein Video, nachdem, ja, einige von euch wissen es, ja... 19. Dezember 2019 wurde mir meine Rolex entwendet. 2019, prinzipiell nicht unbedingt mein Jahr gewesen, das war dann nochmal so eine richtige Dreingabe. Also obendrauf nochmal so eine richtig über den Schädel gezogen bekommen. Nicht nur Einbruch, sondern auch die Uhr weg. Ja, ein Erbstück von meinem Großvater, dementsprechend bin ich mehr als niedergeschlagen, dass das Ganze so passiert ist. Natürlich kamen jetzt immer wieder die Kommentare, wie sieht's aus, gibt's was Neues zur Uhr? Ich kann sagen, die Uhr ist nach wie vor verschollen und mittlerweile habe ich schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass die Uhr überhaupt wieder zu seinem Besitzer zurückfindet. Es fragen mich auch einige, ob ich vorhabe, mir eine neue Uhr zu kaufen. Ich habe hin und wieder mit dem Gedanken gespielt, aber irgendwie war das Thema Uhr für mich zu dem Zeitpunkt einfach durch, weil, ich sag's wie es ist, ich einfach nur meine Uhr wieder zurückhaben möchte. Damals habe ich überlegt, wegen einer Zweituhr und so weiter, aber jetzt, wo meine Uhr weg ist, ist auch die Lust verflogen. Trotzdem gibt es 3 Uhren-Grails, die ich halt mir schon vorstellen könnte zu holen. Deswegen heute das Format meine Top 3 Uhren-Grails. Auf Platz Nummer 1, ganz klipp und klar, hätte ich am liebsten meine Uhr zurück. Hätte auch überlegt, mir dasselbe Modell nochmal zu holen. Eine GMT Master 2. Rolex GMT Master 2, die Uhr finde ich mega, mega schön, sehr elegant, schlicht, nicht so protzig und passt auch irgendwie zu mir, finde ich. Vielleicht könnte es noch ein bisschen protziger sein. Das wäre Uhr Nummer 1, mein Top Uhren Grail, die Rolex GMT Master 2. Aber nachdem ich einige Videos von Marc Gebauer gesehen habe, gab es ein Video, wo er einmal die Audemars Piguet, ich vergesse immer den Namen, Kasparov vorgestellt hat. Das Modell Royal Oak, für mich ein wunderschönes Modell. Vor allem die Offshore-Uhr mit diesem Rubber-Strap finde ich sehr, sehr schön. Also entweder eine Audemars Piguet Kasparov, die finde ich sehr, sehr schön, weil sie elegant ist mit diesem silbernen, wie man es halt von Royal Oak kennt, aber dann trotzdem nochmal goldene Verschraubungen hat. Das finde ich ein Detail, was mir sehr gut gefällt. Vor allem aktuell, weiß nicht warum, hat sich bei mir eingeschlichen, dass ich halb goldene, halb silberne Uhren, was ich damals einfach als Operuhr abgestempelt habe, mittlerweile doch sehr, sehr nice und elegant finde. Und das hat für mich einfach so die perfekte Kombi. Eine sehr, sehr schöne Uhr und anstatt dessen wäre vielleicht eine Offshore auch ganz nice. Man muss überlegen, der Preis rangiert so zwischen 20.000 und 25.000 bei dieser Uhr. Bei Audemars Piguet muss man auch keine Angst wegen dem Wertverlust haben. Das sind wertstabile Uhren, die sich auch noch steigern. Also für mich kommen nur Uhren in Frage, die wertstabil sind bzw. sich steigern, wo man das Ganze ja auch als Investment abtun kann, wenn man sich so einen Luxusgegenstand leistet. Snippies. Das wären so die 2 Uhr, die noch in einer Range wären, die man sich finanziell leisten können. Es wären aber nicht meine Grails, wenn ich zumindest eine Uhr dabei wäre, wo ich sage, die kann ich mir einfach nicht leisten. Aber klar, wäre es schön. Das ist einfach, schlicht und einfach, die Uhr von UFO. Die Royal Oak Skeleton, das bedeutet, man kann durch das Ziffernblatt in das Uhrwerk sehen. Mit einem schwarzen Ziffernblatt, soweit ich mich erinnern kann, hat er die Uhr und das Ganze nochmal iced out. Also es rangieren unterschiedliche Preise zwischen 81.000 und 120.000. Ich glaube, Justin hat irgendwie 81 gesagt und Marc Gebauer war aber schon bei 120 unterwegs. Irgendwo in der Mitte wird vermutlich der Preis liegen. Eine wunderschöne Uhr, für mich die schönste Uhr im Deutschrap-Game. Klar werden jetzt einige sagen, ja, aber so eine Richard Mille hat schon seine Vorteile. Mag sein. Aber ich glaube für mich, ja, im Bund so, wer weiß, könnte vielleicht auch passen, aber ich sage ganz ehrlich, ich würde mir unabhängig von der Höhe meines Einkommens, glaube ich, keine so teure Uhr leisten. Auch Justin, nachdem ihm seine gestohlen wurde, sagt jetzt klipp und klar, ihm ist das Tragerisiko zu hoch, was ich natürlich verstehen kann, wenn man nicht ständig Bodyguards um einen hat, ist das natürlich sehr, sehr risikoreich, dass einem die Uhr einfach entwendet wird.
jetzt nicht unbedingt, weil man betrunken ist, sondern kann natürlich auch in Form eines Raubüberfalls passieren. Was meine Uhr betrifft, die wurde ja in der Nacht entwendet, während einer Party. Meine Versicherung hat nichts gedeckt, ich habe nichts bekommen, weil es kein Raubüberfall war. Ja, trifft mich nach wie vor, ihr wisst Bescheid, Leute, es ist halt nicht einfach zu verkraften, vor allem wenn es einen emotionalen Wert hat. Dono. Also wie gesagt, Top 1 wäre natürlich die Uhr von UFO, die Royal Oak Skeleton Iced Out, wunderschöne Uhr, einfach sehr elegant, auffällig natürlich auch, aber trotzdem wunderschön. Also ein Meisterwerk der Kunst aus dem Hause Audemars Piguet. Das wären so meine drei Uhren. Schreibt aber gerne in die Kommentare, was so eure Lieblingsuhr wäre. Also wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdet ihr euch für eine Uhr holen? Würde mich sehr, sehr interessieren. Lasst mir auch gerne einen Kommentar zu meinen drei Top-Uhren-Grails da, wie sie euch gefallen. Und nicht vergessen, liebe Leute, bald, 2 bis 3 Wochen dauert es noch, dann geht's los. Seid auf alle Fälle am Start. Ihr wisst, mehr als die Hälfte ist bereits schon in der Vorbestellung ausverkauft worden. Also ich habe keinen Plan, wie schnell was weg sein wird. Am besten ist natürlich, man ist schnell dran. Auf MEM Vienna, auf Instagram, habt ihr natürlich immer die neuesten Informationen und wisst, wann der tatsächliche Drop stattfindet. Und vor allem nicht vergessen, auf meinem Zweitkanal gibt es jetzt 4-mal die Woche richtig Hardcore-Vlogs. Momentan investiere ich knapp 90% meiner Zeit in mein Team, um diese Vlogs durchzubringen. Also schaut auf alle Fälle vorbei. Erster Link in der Infobox. Überzeugt euch selbst von dem Endresultat. Wir hasseln hier täglich mehrere Stunden dran, wirklich High-Quality-Content herauszubringen. Also schaut auf alle Fälle rein. Würde mich sehr, sehr freuen. Vor allem für jene, die sich aufregen, dass hier hauptsächlich nur mein Fashion-Content kommt, ist das, glaube ich, die passende Alternative. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Freunde. Vielen Dank fürs Abchecken. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns auf meinem zweiten Kanal wieder mit einem neuen Vlog. Das war's von mir, euer Maximilian.